Das erwartet die Schüler. Auf der Pressekonferenz zur Nachtschwärmer-Jobtour wurde das neue Programm vorgestellt. Dieser Bericht wird Ihnen präsentiert von Stadtmagazin TV. Auf der Pressekonferenz zur kommenden Nachtschwärmer-Jobtour am 10. November wurde das Programm der erfolgreichen Veranstaltung für dieses Jahr vorgestellt. Unter anderem sind Unternehmen wie die Agentur für Arbeit, Meier und Meier, Norderstedter Bank, Sparkasse Südholstein und Sysmex neu mit dabei. Insgesamt nehmen 21 Unternehmen an der Nachtschwärmer-Jobtour teil. Das bedeutet 200 freie Ausbildungsplätze sowie 30 freie duale Ausbildungsplätze. Wir haben für dieses Jahr darauf geachtet, tatsächlich auch mal andere Unternehmen wieder mit hinzuzubekommen. Wir haben neuen Logistiker dabei, beispielsweise Meier und Meier. Wir haben weitere Kreditinstitute dabei, wir haben Rechtsanwalt Notar dabei. Also das Feld ist breiter geworden und wir haben vor allen Dingen ein breiteres Angebot auch jetzt für die Gymnasiasten. Das war in den ersten beiden Jahren nicht breit genug. Jetzt haben wir alleine 8 duale Studiengänge, die mit vorgestellt oder Ausbildungsgänge, die mit vorgestellt werden. Das ist schon ein Schritt nach vorne und wir haben uns auch weiterentwickelt, was die Ansprache der Schüler angeht. Es gibt jetzt schon ab September eine Homepage, jobtour-norderstedt.de, auf der man sich als Schüler tatsächlich auch dann ab September schon anmelden kann für die Veranstaltung im November. Hier ist der große Unterschied und deshalb finden wir es so toll, mal die Schüler bei uns in die Sparkasse, ins Unternehmen zu holen, dass sie wirklich mal den Arbeitsplatz kennenlernen. Das macht dann auch nicht ich oder die Kollegen von uns, sondern wirklich die Auszubildenden selber, dass die erzählen vor Ort, was macht denn so ein Bankkaufmann eigentlich den ganzen Tag? Ne, Bank klingt immer ein bisschen langweilig und man sieht nur den Schalter, ist aber deutlich vielfältiger und da wirklich mal so reinschnuppern, das zu ermöglichen an dem Tag und dann in diesem tollen Ambiente mit 20 Partnerunternehmen zusammen zwei Unternehmen kennenzulernen, das ist so das Besondere und das macht den Reiz für uns aus. Also wie gesagt, die dritte Nachtschwärmer Jobtour, anders als in den Vorjahren, weil noch mehr Unternehmen, weil noch breiter was Ausbildungsbilder angeht und auch anders noch ein bisschen besser noch in der Organisation. Die letzte 2015, das war die zweite, die war schon ganz prima. Das Feedback der Teilnehmer, also sprich der Schüler, war ganz ausgezeichnet. 90% der Schüler haben gesagt, das war für sie sehr gut. 75 fanden sich auch wieder, was die Frage Berufsorientierung angeht, nämlich wir haben hinterher ein besseres Bild gehabt als vorher. Und ein Viertel der Schüler war sogar hinterher noch mit den Unternehmen, die sie hier kennengelernt haben, im direkten Kontakt und im Gespräch. Je nachdem, wie auch aufgeschlossen, aufgeweckt die jungen Leute sind, dann kann man sich an sie wieder erinnern. Und wenn dann vielleicht ein paar Tage später eine Bewerbung kommt und man weiß auch, Mensch, das war doch der offene junge Mensch, den lade ich mal sofort ein und dem, sage ich mal, schicke ich nicht noch einen Testbogen oder bei den Noten guckt man vielleicht auch nicht ganz so genau hin. Also von daher kann man vielleicht in der Tat sogar vom Casting sprechen und vielleicht eine kleine Runde überspringen dadurch, wenn man sich, sage ich mal, nur nicht ganz hinten in die Ecke verdrückt. Die Schüler haben während der Veranstaltung die Möglichkeit, Informationen zu verschiedenen Ausbildungsberufen zu sammeln und sogar bei Unternehmen hinter die Kulissen zu schauen. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.